Erinnern Sie sich? Silke B. Lipödem-Patientin. Drei Operationen hat sie hinter sich gebracht, hat uns an Schmerzen, Zweifel, Hoffnung und Freude teilhaben lassen. Wäre bei konservativer Behandlung ein Leben lang an ihren Kompressionsstrumpf gefesselt gewesen, auch wenn der keine befriedigende Lösung darstellte. Ich kenne eigentlich das Gefühl nicht mehr, dass man keine Beschwerden hat. Auch mit Strumpf hat man Beschwerden. Und hatte darum nur einen großen Wunsch. Dass er weg ist. Ein halbes Jahr nach der dritten Operation treffen wir Silke wieder. Eine Silke, die nun Rad fährt, die gerne Stiefel trägt und die sich völlig entspannt mit Freunden trifft. Was das bedeutet? Nun, der Strumpf ist weg. Schon einige Wochen nach der letzten Operation hat sie sich davon entwöhnt. Der schönste Moment auch so, wenn man jetzt langfristig merkt, man schafft schon 7 Tage die Strümpfe auszulassen oder man ist schon bei Tag 13 angekommen. Auch auf Lymphdrainage kann nun verzichtet werden. Die regelmäßigen Termine in ihrem Alltag unterzubringen war für Silke immer mit Stress verbunden. Das ist schon jetzt 4-5 Monate her, ist irgendwie gar nicht mehr präsent, dass dieser Punkt mal da war. Die Sache mit dem Strumpf hingegen ist ihr noch präsent. Fassungslos zeigt uns Silke, was ohne die Operationen früher oder später auf sie zugekommen wäre. Das ist die eigentliche Kompressionshose, die man tragen muss, von der Stärke her. Also wenn man da reinschlüpft, ich war noch nie in einem Taucheranzug, aber so stelle ich mir das vor. Und der Unterschied ist, in einem Taucheranzug kann man, glaube ich, alleine reinschlüpfen. In dieses Ding bin ich nicht einmal alleine reingekommen. Und das ist wie ein Panzer. Das ist gar keine Lebensqualität mehr, glaube ich. Zum Glück kann Silke dieses Thema dank der Operationen nun für immer abhaken. Dass sie ihre Strümpfe noch aufgehoben hat, sieht ihr Arzt Dr. Manuel Corneli gelassen. Er weiß, dass gerade dieses Thema ein sensibler Bereich ist. Darum drängt er nicht darauf, sondern ist bemüht, ganz behutsam. Die Lipödem-Patientin, die vielleicht 15 Jahre lang schon gewohnt ist, eine Kompression zu tragen, dann dazu zu bringen, nun die Strümpfe wirklich mal wegzulassen. Ich habe unserer Patientin jetzt hier gesagt, die auch ein bisschen verunsichert ist diesbezüglich, sie möge die Hose noch nicht wegschmeißen, sondern sie soll sie mal in eine Schublade legen. Wenn sie der Meinung ist, sie wolle die noch mal anziehen, kann sie das gerne tun. Nötig ist es aufgrund des Lipödems nicht mehr. Die Abschlussuntersuchung bei Dr. Corneli soll nun zeigen, wie weit der Heilungsprozess mittlerweile gediehen ist. Bei dieser Patientin ist es so, dass sie schmerzfrei ist an Armen und Beinen. Sie kann alles, was mit Lipödem zu tun hat, eigentlich ad acta legen. Und ich bin sehr gespannt, von ihr in 1 oder 2 Jahren mal zu hören, wie ihr Leben jetzt weitergegangen ist, heute mit dem Stand ohne Lipödem, weil das Krankheitsbild einfach jetzt für sie ausgeheilt ist. Die Fotos vom Tag der Operation zeigen, wie sehr sich Silkes Körper mittlerweile verändert hat. Und Silke erinnert sich an den Auslöser, der vor rund 1 Jahr mitentscheidend für sie war, die Operationen in Angriff zu nehmen. Damals hatte sie zum ersten Mal eine andere Lipödem-Patientin direkt nach der Operation gesehen, als sie zu einer Routineuntersuchung zu Dr. Corneli kam und im Wartezimmer saß. Neben mir saß eine Frau mit diesen Wickelverbänden und die stand auf, als es geklingelt hat. Der Mann war da, hat die abgeholt und sie ist zur Rezeption gewackelt. Und da dachte ich mir, na, das kann ja nicht so schlimm sein. Also vom Aufwand. Ich habe mich ja da an Schläuchen und keine Ahnung was alles gesehen und völlig unfähig, den Alltag danach zu bestreiten. Und diese Dame war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das schaffst du auch. Heute ist Silke froh, die Operationen gemacht zu haben. Und sie ist auch überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, sich auf ihrem Weg von einem Kamerateam begleiten zu lassen. Dass es wichtig ist, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn sie weiß, um eine adäquate Behandlung zu erhalten, muss man erstmal selbst begreifen, was man hat. Während ihrer Behandlung hat sie viele andere Patientinnen kennengelernt und erfahren, dass es eine ganze Menge Frauen gibt, die lange Zeit überhaupt nicht wissen, an welcher Krankheit sie leiden. Genau diese Frauen will Silke über ihre Videos erreichen. Ich finde super, dass die Leute sehen, dass eine, ich sag jetzt mal normale, junge Durchschnittsfrau dieses Problem hat, dass man sich offensichtlich nicht damit abfinden muss. Und dass es Möglichkeiten gibt, ja einfach, dass dieses Thema transparenter und greifbarer wird. Also, dass die Leute auch wissen, was sie für ein Problem haben. Wir haben ja auch, ich habe eine Frau auch kennengelernt, die hat damit gelebt, dass sie, ich sag mal, nach der Geburt ihres Kindes explodiert ist körperlich. Also völlig aus der Form gegangen ist. Und es lief irgendwo eine Reportage über ein Lipödem im Fernsehen und ihr Nachbar schnappt sich eine Flasche Wein und kam rüber und sagt, ich weiß, was du für ein Problem hast. Erkundige dich mal bitte in Sachen Lipödem. Und da war die 4 Wochen später bei Herrn Dr. Corneli. Für den Experten liegen die Vorteile der operativen Therapie auf der Hand.
Die Lebensqualität unter konservativer Therapie mit 2 bis 3 Mal pro Woche Lymphdrainage, entsprechenden Kompressionen und dergleichen mehr ist sicherlich eingeschränkt, weil sie diese konservative Therapie jeden Tag machen müssen, jede Woche, das ganze Jahr durch, ohne Pause. Wenn Sie sich zur OP entscheiden, dann haben Sie über ein paar Monate zwar eine intensive Behandlungsform, aber danach haben Sie ein völlig befreites Leben. Die Zeit mit Freunden genießen. Wann immer sie Lust hat, Stiefel anziehen. Ohne schwere Beine Fahrrad fahren. Das ist mittlerweile Silkes Alltag. Durch die Schmerzfreiheit hat sich ihre Lebensqualität deutlich gesteigert. Und während die Strümpfe in der Schublade bleiben, entdeckt Silke für sich nun eine Welt voller neuer Möglichkeiten. Ja, das ist meine neueste Errungenschaft. Ich habe beschlossen, mich sportlich zu betätigen und nach meiner OP werde ich da jetzt auch reinpassen. Ich habe es anprobiert. Ist sogar bequem. Frage ist nur, ob ich die Geschwindigkeit dieser Rollen mithalten kann. Also mal gucken, ich werde mich dran versuchen. Am Wochenende geht's dann los. Aber das ist eine andere Geschichte.